So, weiter geht's mit dem großen Finale. Ferrari F430 Challenge Trophy, zwei Runden. Barcelona macht den Auftakt. Ach, scheiße, ich wollte lackieren. Ne, wir machen dieses Lackierung hier. Und dann gehen wir mal rein in das alles entscheidende letzte, in der alles entscheidende letzte Teil. Barcelona, wie gesagt, 6 Runden. Fountain Loop heißt die Strecke, 1,83 Kilometer lang. Der Auftakt hier. Heute müssen wir in Barcelona die Tapas beiseite legen, denn das heutige Event geht gleich los. Wie ist die Lage, Kristen? Wir haben heute. Okay. So, Platz 14 und hat 6 sind der Teamkollege, ja, okay. Ja, wir müssen so schnell wie möglich durchkommen, ich zähle. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr. Du hast mich abgedreckt, du. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Ich bin ja gerade gewusst, ob ich wütend machen will. Ja, wir sind momentan, kommen wir nicht wirklich ins Feld, weil immer wieder sich doch noch einer vorbeidrücken muss. Es gibt nicht viele Positionen, ne? So, warte mal, bis links, oder? In der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Du hör doch mal auf, mich ständig wegzuschießen. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Jetzt wird man von meinem Teamkollegen noch zugezogen. Kommt euch einfach nicht da, darf ich vorbeikommen. Das ist ein Wald. Wow, ab von mir jetzt. Gehen wir wieder um die Wüste. Ja, schön, wieder vorbeigedrückt. Also ich hänge momentan nicht nur im absoluten Niemandsland. Das sind 6 Runden. Wir müssen es irgendwie versuchen, da zu richten, weil ich finde keine Lücke. Runde 3. Jetzt müssen wir etwas riskieren. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Er hat sie momentan auf 11. Jetzt haben wir vielleicht mal eine etwas bessere Lücke. Bis 10. Und wieder ziehen uns die Leute davor. Du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. So, während der Teamkollege sich da jetzt gerade komplett weggeschossen hat, habe ich die Möglichkeit, zumindest eine Lücke zu sehen, um mal mit was anderes zu versuchen. Bin jetzt mal außen vorbeigegangen. Ja, also die drei Autos hat er für uns. Also ich gebe das Ding noch nicht auf, definitiv nicht. Bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ja, das ist das Problem, ne? Weil ich gerade von dem hier aufgehalten werde. Noch 2 Runden zu fahren. Happy. Und jetzt geht's in Führung. Mit unserem violetten Ferrari. F430. Jetzt haben wir schon ein bisschen Ruhe. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter.
Ja, also ich dachte, sie waren ja andersrum. Und im Moment ist Angreifen nicht möglich. Aber er hat es leider nicht geschafft. Er ist weggedreht und damit war das Thema gegessen. Letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Angreifen. Ich versuch's weiter zu. Ja, der hat sich halt weggedreht, ne? Okay, Angreifen bestätigt. Wir wollen uns hier eigentlich nicht wirklich eine Möglichkeit und Sieg in Barcelona. Yes! Ja, ist nicht ganz mehr nach vorne gekommen. Alles okay. So, erste Rennen haben wir schon mal durch. Es ist Rang 12. So, nächste Rennen. Indianapolis ist es. Das letzte Rennen, glaube ich, müsste das sein in dieser Serie. Ja, es sind nicht nur zwei Rennen. Denn sie konnte ja so ohne Probleme rausballern und folgen. Das ist jetzt die siebte Folge, die ich aufnehme. Aber dass man so zwei, drei Rennen sind, geht das schon. Wenn das bei vier Rennen ist, wird das dann irgendwann verdammt viel. Also konnte ich ein bisschen was vorbereiten. Na gut, gehen wir rein, jetzt zu rennen. Was denkst du gerade? Auf 11 starten die Teamkollege nur auf 3. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Ich gebe dir jetzt schon mal die Möglichkeit, da vorne ein bisschen zu fahren. Okay, es wird angegriffen. Er soll halt die Möglichkeit haben, dass wir beide Autos da vorne bringen. Na, das war von mir jetzt ein bisschen. Ja, das ist es halt. Ne? Ich war Zweiter und reiß mich da selber nicht aus dem Rennen. Ja. Aber es ist alles gut. So, während der Teamkollege nach vorne versucht, ein bisschen wegzuziehen, nutze ich die Möglichkeit. Platt! Und du ziehst genau mir da vor die Nase. Ah, ich komm schon wieder. Alles gut. Ich habe einfach nur die Chance genutzt, um da ein bisschen reinzugehen, greifen. Oh, der Typ ist schon ein bisschen weggezogen, ne, Freunde? Ja, wir versuchen. Du wirst es versuchen, ne? Klar, gewinnen wollen wir. Alles klar, dicht machen. Ich geb's weiter. Alles klar, Position wird gehalten. Ich gebe es weiter. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja klar, weil ich hier vorne bin. Aber ich nutze mir einfach mal die Möglichkeit ein bisschen. Um mal ein bisschen wegzulassen. Ja, viele, viele Rutscher mit drin. Ja.
Genau, wichtig ist, dass wir jetzt absetzen können. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ich lasse ihn mal jetzt. Angreifen bestätigt. Ich lasse ihn jetzt mal gerade so ein bisschen wegziehen. Wir gehen in unsere Folge zu Ende. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Damit quetschen wir ja auch bald durch. Das ist ja jetzt schon Mitte der Saison 2. Und wir haben weiter noch die Saison 3 vor uns, dann auch durch. So. Jetzt geht's in unsere letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Vier Plätze vor deinem Rivalen. Dein Teamkollege ist auf dem zweiten. So wichtig. Komm, vier sind im ersten Runde gewesen. Nee, Quatsch, kann nicht. So relativ weit hinten gelandet, weil in Barcelona war sich weggedreht hat. Genau. Wir holen uns hier das große Finale. Nochmal einen Sieg. Es hat schon beschissen angefangen eigentlich. Aber dann ging es dann doch ein bisschen besser irgendwann. Ja, es ist Platz 1 am Ende. Zweiter sogar nominiert. Der Teamkollege, der Rivale ist immer noch auf 4 am Ende gelandet. Gucken wir mal, wie die Teams aussehen. Im Wind. Team. Vorne weg sind wir. Naja, ich glaube, das müsste aber trotzdem reichen für den Gesamtsieg. Aber wir haben 68 Punkte, wir haben 2 Siege und einen zweiten Platz. Also bin ich ziemlich zufrieden. So kommt man noch auf die 68 Punkte. 25,50 plus die 18 vom zweiten Platz eben. Aber, ja, doch, das reicht, oder? Nee, sind's nicht, reicht nicht. Dem Kollegen, ja gut, das ist das erste Rennen, ne? Durch das erste Rennen eben. Gut, dann war's das für uns heute. Wir sehen uns dann demnächst wieder um 14 Uhr mit dem Midnight Runners. Ui, das wird interessant. Bis dahin und tschüss.